Oh, jetzt schon immer in ihr, wisst ihr nicht? So, hier sind unsere Straßen mittlerweile auch fertig. Das heißt, wir können uns um die Straßen hier drüben weiter kümmern. Geht's da lang nicht weiter? Nö. Okay. Das heißt, wir bauen die Straße halt hier hin. Bauen sie hier weit. Bis hier rüber erstmal. Na, ich wollte nicht nach Wasser graben, ich wollte Straße bauen. So, schließen es hier an. Schließen es hier an. Dann bauen wir halt hier hin, so die Straße. Gut. Damit vernetzen wir das. Weil unser Steinmetz arbeitet ja gut, fleißig. Okay, ihr habt schon mal überall Eisen. Das heißt, wenn du das Eisen eingeschmolzen hast... Ach, Eisen wird sogar schon im Lager gelagert. Gehst du mal in die Schule und lernst Goldschürfer. Ich glaube, ich kann dich nicht einfach zum Goldschürfer machen. Nimm dir mal deinen Arbeitsplatz weg und schick dich in die Schule endlich, bitte. Gold, alles wird langsam eingelagert. Gut. Also, wenn ich mich nicht verzähle, brauche ich auf jeden Fall 5 Bögen und 5 Waffenröcke, um an die 15 Bogenschützen zu kommen. Goldsucher. Wir haben nämlich auch keine Goldnuggets mehr in der Mine gerade. Und ja, das reicht jetzt erstmal an. Ach, du hast Goldsucher gelernt, gut. Das heißt, du arbeitest jetzt da. Du kannst mir weiterhin Eisenerz holen, bis die Eisenschmelze voll ist. So, es ist halt wirklich die Frage. Ich hoffe mal, dass die Leute sich Holzwerkzeug hier wegnehmen. Dass das nicht im Lager liegen muss. Das wäre sonst doof. So, Gold wird geholt. Gut. Also Golderz. Er holt 2 aus jeder Ladung raus. Das ist auch gut.
Er ist hungrig, er geht essen, okay. Du bist erfahren und kannst trainiert werden. So, ich baue mal hier noch auch eine Straße. Und hier ein bisschen Straße. So. Das könnte jetzt halt eine Weile dauern. Wobei der Steinmetz bringt ja schon wieder Stein rein. Also komm, du kannst mir nicht erzählen, dass du kein Eisen mehr findest, während da oben jede Menge Eisen ist. Dann setz einfach mal da oben einen Wegweiser direkt neben das Eisen. So, du bist Wegweiser Nummer 10. Du bist 7. Also, du weg, du weg. Ganz ehrlich, Nummer 7 kann auch hier mal weg. Ah, jetzt findet er was. Oh, ihr könnt trainiert werden. Das ist nicht schlecht. Unser Bierbauer kann auch mal trainiert werden. Gut. Bögen und Waffenröcke werden langsam weniger. Ja, er hat Hunger, das heißt, er geht erstmal essen. Oh cool, unser Holzfäller liefert jetzt auch schon den Goldschmied. Mir fällt gerade auf, so auf, du bist auch träger. Hm. Das heißt, zur Not könntest du auch irgendwann mal beim Tragen in der Kaserne mithelfen. Du bist hungrig, dann geh essen. Oh, unser Jäger liefert Leder ein.
Ja, wie gesagt, das ist jetzt das Langwierigste. Darauf zu warten, dass unsere Träger alles einlagern. Ich weiß gar nicht, wie viele Träger. Ich kann maximal drei Träger in der Kaserne haben, also ein weiterer Träger. Es ist nicht so, als ob das unendlich viel bringen wird. Genauso frage ich mich, wann du langsam mal wieder Eisenerz lieferst. Hä? Ich glaube, unser Eisenschürfer hat einen Aussetzer. Sieht aber auch nicht so aus, als ob irgendjemand die Holzwerkzeuge haben will. Okay. Gib's erstmal auf, du. Mach mir Werkzeug. Und du gehst weg. Und du hilfst wirklich mal hier unten mit. Ah ja, jetzt wurde sein Schild geändert zu einem Trägerschild. Also ja, diese runden Schilde sind Träger. Die Wappenschilde da sind die Arbeiter und die achteckigen sind Soldaten. Also ich sehe zum Glück nicht, dass die Soldaten von den Indianern mehr werden. Dafür werden Zivilisten mehr. Schäferhütte steht schon seit einer Weile leer. Wappenröcke, Bögen. Sag mal, transportierst du jetzt dein Bier selber hier rein oder was? Ja, tut er, weil die Bierbrauerei ist voll. Das Hauptlager ist voll. Mehl ist voll, Weizen ist voll, ja, also nahrungstechnisch sind wir sehr weit im grünen Bereich. Noch ein Waffenrock hier, zwei Bögen da. Wie viel sind eingelagert? 8 und 10, 8 und 9. Also haben wir wirklich 10 Bögen und 10 Waffenröcke jetzt im Augenblick. Ja, Schwert- und Eisenrüstung werden auch langsam abgeholt. Die Straße wird schön gebaut.